Die Erfindung des Rauschwassers. Einst, vor langer Zeit, kannten die Menschen noch nicht den Geschmack des Rauschwassers. Denn niemand hatte sich bis dahin Gedanken gemacht über die Herstellung berauschender Getränke. Darum gab es auch niemanden, der des Morgens oder des Abends betrunken war, wie es heutzutage oft genug geschieht. Damals lebte ein Mann, der war Waldjäger, und er hieß Sura, der Mutige. Er fand seinen Lebensunterhalt auf der Jagd. Er fing Waldtiere ein, tötete sie und verkaufte sie in den Hütten und Häusern der Menschen, die mit seiner Beute sich selbst und ihre Familien ernährten. Auch brachte er aus dem Walde manchmal Heilkräuter und Honig mit und verkaufte auch dies in den Dörfern der Menschen. Eines Tages war der Jäger Sura wieder in den Wald gegangen. Wie gewöhnlich folgte er den Fährten des Wildes. Er gelangte immer tiefer ins Dickicht, bis er schließlich so weit gewandert war, dass er sich gar nicht mehr auskannte. Als er sich umschaute, sah er auf einer Lichtung ein paar gewaltige Bäume, die umstanden einen mächtigen Baumriesen, der viele hundert Jahre alt sein mochte. Dieser Baum streckte seine Äste und Zweige weit von sich in alle Richtungen und breitete kühlen Schatten unter sich aus. Nur hier und da von ein paar über den Boden gestreuten Lichtpunkten aufgehellt. Dort, wo sein Stamm sich gabelte, hatte sich eine Vertiefung im Holz gebildet. Wenn es regnete, sammelte sich Wasser darin. Vögel aller Arten, und es gibt deren unendlich viele im Urwald, schwärmten in der Nähe des Baumes umher. Manche trugen ein Weizenkörnlein im Schnabel, andere ein Nüsslein oder ein Kernchen, und wieder andere kamen herbei und brachten Pfefferschoten mit, das Heilmittel aller Kreaturen im Walde. Sie alle flatterten im Schatten des Baumes umher, und nichts gefiel ihnen besser, als in dem Wasser des Baumes zu baden. Dabei geschah es denn wohl auch, dass eines der Vöglein vielleicht vor Freude den Schnabel öffnete und verlor, was mitgebracht. Körnchen und Nüsse und Kerne und Pfeffer verschwanden in dem lauen Nass. Die Sonnenhitze durchgärte das Wasser und schließlich hatte es die Kraft des Rausches in sich aufgenommen. Die Vögel tranken davon und in ihrem Übermut flatterten sie auf und nieder und hin und her. Wer allzu viel von dem Rauschwasser trank, genossen, der konnte seine Flügel nicht mehr meistern und sank kraftlos zu Boden. Hingestreut lagen die Berauschten unter dem Baume und träumten. Als Sura aus dem Dickicht trat, traute er seinen Augen nicht. Er dachte, warum wohl diese Vögel hier wie tot herumliegen und schlafen? Es war inzwischen Mittagszeit geworden und der Jäger bekam Hunger. Darum griff er sich einen der Vögel, einen besonders schönen und großen, den rupfte und briet er im Feuer. Als der Duft des gerösteten Geflügels sich anregend überall hin verbreitete, setzte sich der Jäger hin und aß den gebratenen Vogel auf. Während er sich den schmecken ließ, waren ein paar Schläfer erwacht. Mit schwankenden Bewegungen erhoben sie sich und flatterten hinauf in den Schutz der Zweige, um von dort wieder in die Asthöhle hineinzuhüpfen und noch mehr von dem süßen Getränk zu erhaschen. So flogen sie fröhlich auf und nieder, und wer vom Trunk benommen seine Flügel erlahmen fühlte, der ließ sich zur Erde gleiten und schlief ein. Staunend betrachtete der Jäger das Schauspiel. Von Neugier getrieben schwang er sich auf das Astwerk und sah, dass da eine Vertiefung war, voll Wasser. Duftiger Geruch entströmte der Flüssigkeit, verlockend zum Trunk. Und er verstand, dass dieses Wasser es war,
dass die Vögel alle ohnmächtig zu Boden taumeln ließ. Er steckte die Hand aus und schöpfte ein wenig, um zu sehen und zu kosten, was es war. Das Wasser schmeckte ihm gut und gerne versuchte er es noch einmal. Der Rauschtrank tat seine Wirkung und Brust und Herz fühlte der Jäger belebt und erquickt. Fröhlich kletterte er den Stamm hinab und aß weiter von dem gerösteten Geflügel. Angeregt war sein Appetit. Er stieg abermals hinauf und noch einmal von dem Tranke zu kosten. Das Wasser aus einer Bambusflasche schüttelte er fort, kletterte hinauf und schöpfte die ganze Bambusröhre voll. Dann kam er wieder herab, setzte sich hin, um mit dem Essen fortzufahren, und trank und aß und trank. Bald war er ganz berauscht und sang Tanzlieder laut vor sich hin. Zum Schluss, als die schwere Trunkenheit über ihn kam, sank er auf den Rasen und schlief lallend ein. Eine lange Zeit verstrich. Ohne Besinnung lag der Jäger da und schlief. Als der Rausch verflogen war, erwachte er wieder und blickte ganz erstaunt um sich. Wie bin ich hierher gekommen? Als er versuchte, sich zurückzuerinnern, da besann er sich wieder auf und rief: Ich habe aus jedem Astloch Wasser getrunken, und das war ein großer Spaß. Meinen Sinn will ich fortan nur noch richten auf den Geschmack dieses Rauschwassers. Er ergriff seine Bambusröhre und stieg behende hinauf, um zu schöpfen und zu trinken. Er trank, bis seine Blicke sich verwirrten und ihm das Herz in der Brust vor Entzücken auf- und niedersprang. Die gefüllte Bambusflasche warf er sich an die Schnur über die Schulter und singend schwankte er den Weg zurück, den er gekommen war. Unterwegs traf Sora den uralten Einsiedler Varuna, dem er auf seinen Jagdwanderungen gelegentlich zu begegnen pflegte. Zur Begrüßung reichte der Jäger ihm die Flasche und bedeutete ihm, dass er trinken solle. Noch nie zuvor hatte der Alte so süßes Wasser gekostet. Nicht lange, da zeigte der Rauschtrank seine Macht, und der Heilige hüpfte vor Freude im Kreise und trank und trank. Mit lauter Stimme unterhielten sich die beiden, und immer neue Tanzlieder stimmten sie an, mit schwerer Zunge die Töne formend. Als die Bambusflasche versiegt war, fielen beide, der Einsiedler und der Jäger, in den tiefen Schlaf der Volltrunkenheit. Als ihr Rausch verflogen war, schmiedeten die beiden Männer Pläne. Wenn man dieses Wasser getrunken hat, wird man fröhlich und mutig zugleich. Wir sollten recht viel davon in die Stadt bringen, damit die Stadtbewohner teilhaben können an unserer Entdeckung. So werden wir beim Trunk Freunde gewinnen, ohne Zahl. So dachten sie und waren sich einig. Sie gingen und schnitten Bambusstämme, um aus den Röhren viele, viele Flaschen zu machen. Die schöpften sie voll. In die Stadt schleppten sie ihre süße Last und schenkten allen aus, die das neue Getränk versuchen wollten. Und jedermann war entzückt. Als die beiden sahen, welch Erfolg ihrem Rauschwasser beschieden war, entschlossen sie sich, das Getränk selbst zuzubereiten und zu verkaufen. Ganz genau so machten sie es, wie sie es bei den Vögeln im Wald gesehen hatten. Die Leute waren mit dem Getränk so zufrieden, dass sie ein ganzes Arbeitshaus zu seiner Herstellung errichteten. Das Getränk aber nannten sie nach dem Jäger, der das Rauschwasser entdeckt hatte, Sura. Schnell verbreitete sich sein Ruhm über das Land. Von den gewöhnlichsten Leuten bis zum König wurden alle vom Sura gefangen und gefesselt. Während der Waldjäger und der Einsiedler zu reichen Leuten wurden, verarmten die Trinker. Sie arbeiteten nicht mehr, und wenn sie einmal Geld in der Hand bekamen, so trugen sie es zu den Verkäufern des Rauschwassers, und alle Tage waren sie von morgens bis abends betrunken. Seither kennen wir Menschen die Macht des Rauschtrankes, und so ist es geblieben,
bis heute. Viele Arten gibt es des berauschenden Getränks, und niemand fürchtet sich davor, sein Geld für den Rausch zu opfern. Erst seit der Buddha über die Erde ging und seine 5 Gebote erließ, seit 2500 Jahren, ist es verboten, Soda zu trinken. Aber bis heute gibt es Menschen, die sich nicht davon befreien können, obgleich sie wissen, dass das Rauschwasser die Gesundheit untergräbt und den Verstand zerstört. Das ist das Ende der Geschichte von der Erfindung des Rauschwassers.